Ja, hallo Lieben, ich wende mich heute mal mit einem komplett anderen Video an euch, weil ich bin stinksauer. Ich weiß, einige von euch kennen mich, wissen auch, dass ich also Anfang des Jahres 2023 im März meine Mutter verloren habe am Turbokrebs und dass ich die Wohnung auflösen musste und so weiter. Also wer sowas schon mal hinter sich hat, weiß, dass das nicht gerade sehr funny ist. Ja, und seitdem, also es war am 15.03. ist meine Mutter verstorben, am 16.03. war ich auch wieder in Berlin, natürlich eben halt am Sterbebett meiner Mutter. Am 16.03. habe ich angefangen, alles aufzulösen, lebe ja offiziell in der Schweiz und war jedes verlängerte Wochenende die letzten 3 Monate da, als das losging mit meiner Mutter in Berlin, habe an ihrer Seite alles Mögliche getan, um ihr ja die letzten Monaten und Wochen, Tage so angenehm wie möglich zu machen. Und jetzt muss ich ein bisschen aufpassen, hier ist eng auf der Straße. Ja, wie gesagt, das Auflösen einiger Verträge ging eigentlich relativ gut. Das Auflösen ihrer Wohnung war schon ein bisschen problematischer, weil das war die Nachfolgefirma. Ich muss jetzt noch mal schauen und so, aber darüber will ich eigentlich gar kein Video machen. Aber das die Deutsche Wohnen, die hat sich da auch richtig schön zurückgehalten. Als ich den Geldhahn dann zugemacht habe, haben sich dann endlich mal gemeldet. Allerdings auch nicht bei mir, sondern bei meiner Tochter, was ich auch schon mal eine Frechheit finde. Aber gut, darum soll es eigentlich gar nicht gehen. Ich möchte dieses Video der Deutschen Postbank widmen. Liebe Postbank, was bildet ihr euch eigentlich ein, wer ihr seid? Was denkt ihr eigentlich, was ihr mit euren Kunden alles noch so treiben könnt? Ich habe echt die Schnauze voll. Ich komme echt nicht weiter. Und ich werde jetzt auch über rechtliche Schritte nachdenken. Und ich werde, und ich verspreche es euch, mehrere Videos machen, bis ihr die Sache endlich geregelt habt. Und zwar werde ich jedes Video bei Facebook hochladen, Instagram, TikTok, YouTube, das ganze volle Programm. Und hört auf mit Unterlassungsklagen oder sonst irgendwas, weil dann werde ich euch besuchen. Ich habe echt die Schnauze gestrichen voll. Ich habe ab 16.03. habe ich versucht, das Konto aufzulösen. Ich hatte die komplette Vollmacht für dieses Konto. Also notariell alles unterschrieben. Ich bin der einzige Erbe. Ich habe die Sterbeurkunde, alles soweit erbracht. Keine Rückmeldung. Dann versucht mal, dass dir auf E-Mail-Basis irgendjemand antwortet. Da warte ich heute noch drauf. E-Mail, das habe ich komplett eingestellt. Das mache ich nicht mehr. Dann habe ich versucht, jemanden ans Telefon zu bekommen. Auch kaum noch möglich. Also war ich wieder in Berlin und bin dort direkt zu einer Bank gegangen, also zu einer Filiale, und habe versucht, das alles zu klären. Dort wurde mir schon gesagt, ja, wir haben die ganzen Unterlagen, ja, es ist alles soweit, okay, das dauert jetzt ein wenig. Jetzt habe ich gedacht, okay, es muss aufgelöst werden, wer weiß, was da so lange dauert, aber gib ihnen die Zeit, das ist überhaupt kein Problem. Nach circa 2 Monaten habe ich mich mal, habe ich mir erdreistet, dort mal wieder Kontakt aufzunehmen. Hatte jemand am Telefon nach 45 Minuten in der Warteschlange und der sagte mir plötzlich, ja, ich kann ja gar nicht sehen, da sind ja gar keine Unterlagen vorhanden. Wir brauchen ja die Sterbeurkunde und so weiter. Ich sage, mein lieber Freund, sagt, das habt ihr alles schon bekommen, ich habe mich legitimiert in der Filiale und so weiter. War plötzlich nichts mehr da. Also ich wieder einschreiben, Rückschein, alles nochmal erbracht, hingeschickt. Wieder Totenstille. Dann habe ich irgendwann wieder jemand dran gehabt. Ja, die Unterlagen sind jetzt alle da. Das dauert jetzt ungefähr nochmal 1-2 Monate. Ich sage, aha, nochmal. Okay. Gut. Nach 2 Monaten rief ich wieder an. Der Sachbearbeiter am Telefon, nachdem ich wieder circa 45 Minuten in der Warteschlange war, erzählte mir dann erneut, das Konto ist gesperrt. Er kann mir da jetzt keine Auskunft geben. Ich kann da jetzt gar nicht reingucken. Ich kann Ihnen gar nicht helfen. Ich weiß nicht, was ihr da für Statisten zu sitzen habt.
Und was das überhaupt soll mit diesem Telefonscheiß da, wenn ihr nicht in die Puschen kommt. So, dann habe ich mich mit einem Sachbearbeiter in Konstanz getroffen. Ich habe einen Termin gemacht, bin nach Konstanz rüber, weil wie gesagt, ich lebe in der Schweiz und ich habe keine Möglichkeit, andauernd nach Berlin zu fahren. Und das spielt ja auch gar keine Rolle. Denn ich glaube, der Hauptsitz ist ja sowieso in München. Also habe ich dort einen Termin gemacht. Der hat dann nochmal einen Beschwerdebrief geschrieben, hat also alles nochmal. Dann hat er festgestellt, ja, die Kontoschließung ist ja noch gar nicht beantragt. Ich sage, hallo? Ja, sagt er, das beantrage ich gleich und ich werde jetzt gleich noch eine Beschwerde schreiben. Nach 14 Tagen habe ich ihn wieder angerufen. Ich sage, es hat sich nichts getan, außer dass man auf mein Beschwerdeschreiben reagiert hat. Ja, man hat sich entschuldigt, dass das alles so lange dauert. Set it. Wieder nichts passiert. Wir haben heute, Stand heute, Tag 209 nach Kündigung. Tag 209 und hier geht es um einen mittleren vierstelligen Betrag. Und ich kann einfach nur sagen, ich habe das Gefühl, dass die Postbank auf einem sinkenden Schiff ist. Kollision Eisberg. Sie fusioniert mit der Deutschen Bank, was ich mitbekommen habe. Und seitdem funktioniert da wohl gar nichts mehr. Und ich sage euch eins, ich habe die Schnauze gestrichen voll. Und jeder, der ein Postbankkonto hat, dem rate ich mal darüber nachzudenken, ob diese Bank, diese Geldinstitution, die richtige ist für dein Geld. Ja, ich sage einfach mal, hol die Kohle ab. Also ich hätte jetzt nach dieser ganzen Geschichte, hätte ich noch ein Konto bei der Postbank, die Kohle, komplett die Kohle abgeräumt, mir ein anderes Institut gesucht, ja, und da ein neues Konto eröffnet. Ich sage ganz ehrlich, ich habe die Schnauze wirklich so gestrichen voll. Und wenn ihr nicht in den nächsten Tagen reagiert, ich habe jetzt auch schon mit einer Ombudsstelle Kontakt aufgenommen. Also ich weiß nicht, welche Möglichkeiten ich habe. Ich werde mir auch einen Anwalt nehmen. Und ich habe keinen Bock. Es geht jetzt hier knapp 7 Monate. 7 Monate, obwohl alle Unterlagen vorliegen. Ich habe die Schnauze voll. Liebe Postbank, ihr reagiert jetzt bitte. Und wenn ihr nicht reagiert, ihr werdet so viele Videos von mir bekommen, dass die Heide wackelt. Und ich hoffe, dass diese Videos, ihr könnt das auch teilen. Und übrigens habe ich letztens bei YouTube eine Reportage gesehen, ich glaube vom NDR. Da geht es genau um solche Fälle, dass die Postbank nicht die Kohle rausrückt in einem Erbfall. Ja, die Leute haben 4 Monate warten müssen. Bei mir sind es jetzt knapp 7 Monate. Was habt ihr eigentlich das Gefühl, was ihr seid, wer ihr seid und was ihr hier euch erlauben dürft? Ich habe echt den Kanal voll und ich sage euch das ganz allen Ernstes. Es wird hier einige Videos geben. Ich werde alle Register ziehen, um euch in den Arsch zu treten. Entschuldigung, dieser Ausdruck, aber ich habe die Schnauze voll. So, das soll es gewesen sein. Das war das Wort zum Sonntag am Tag 209, mein erstes Video. Und ich denke, ich halte euch auf dem Laufenden. Ja, ihr könnt den Kanal abonnieren. Da werden jetzt noch weitere Folgen. Ich halte euch auf den Laufenden. Mal sehen, wie lange es geht. Denn wie gesagt, 209. Tag. Wir haben es jetzt knapp 7 Monate und das Geld ist immer noch nicht da. Und wir haben es immer noch nicht geschafft, dieses Konto aufzulösen. Schon alleine der emotionale Affekt oder Aspekt, da muss ich mal wieder wegdrücken hier, der emotionale Aspekt ist schon mal scheiße. Ich möchte ganz gerne abschließen, weil wie gesagt, meine Mutter lag mir sehr am Herzen und ich habe heute noch Heulflash. Und jedes Mal werde ich wieder aufgerüttelt. Ich möchte einfach mal einen Schlussstrich ziehen, damit ich damit abschließen kann. Was mir sowieso nicht leicht fällt. Ja? Und ich habe echt die Nase voll und ich bin nicht mehr gewillt, hier noch länger zu warten. Sag's euch, ganz ehrlich. So, das war das Wort zum Sonntag und ich hoffe, ich werde nicht mehr allzu viele Videos machen müssen. Aber solange ihr nicht aus dem Arsch kommt, werde ich das ein oder andere Video noch machen. Und dieses werde ich jetzt hier überall hochladen, wo es nur möglich ist. Recht herzlichen Dank fürs Zuhören und wenn ihr jemanden habt, dem es genauso geht oder vielleicht ging es euch auch mal genauso gut, ihr könnt in die Kommentarfunktion dementsprechend hier eine Nachricht hinterlassen. Dankeschön.